So gut, dann schauen wir mal jetzt wegen dem Sattel. Muss erstmal gucken, wo man den überhaupt. In der Huch, jetzt hab ich das Schmiede. Ding ausgemacht. In der Schmiede, ja? Hast du geschaut? Ja. Okay. So, Heid müssen wir auf jeden Fall genug haben. Halt, Bin halt, ich denn halt. jetzt? So So, schnell verläuft man da. sich hier. Da. Nee, 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 nee. Aber vorhin dachte ich echt, das war's jetzt, als er dich gegriffen hat. Oh nö, ich war eigentlich so relativ zuversichtlich gewesen, weil ich meinen Fallschirm hatte. Weil Ja, ich mir das davor, die aber so im Situation schon. ersten Moment. Ja, es war unangenehm, aber ich hatte mir das richtig darauf ausgemalt, wie cool das doch wäre, wenn mich jemand greifen würde und ich habe dann einen Fallschirm dabei. Ja, Ne? stimmt. Und man kann die ja auch hauen währenddessen, die Vögel. Man Ja. kann die ja easy killen. Dann Ich denke einfach mal, mit dem deswegen Speer ist er einfach dann auch drauf. gelandet. Oder mit der Hier. Schrodi einfach drauf ballern. Und dann mit Fallschirmen und deswegen ist das mit dem Greifen eigentlich keine so gute Idee. Das sollte man eigentlich gar nicht machen. Weil ich halt überlegt hatte, was machst du dagegen? So Was? gut, heute ist genug drin. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Sattel. Ach, Kacke. Ich glaube einfach, dass der Spieler selbst ziemlich unter Druck war, der Ja, auf Icarus jeden gefangen Fall, hat. das ist dann auch. So, Fiber brauchen wir noch. Fibre kommt. Zementpaste. Okay, jetzt brauchen wir noch 90 Metallbarren. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Perlen, Barren und Paste. Ja, die Also so. Paste. Ich war gerade, ja. Ja, so nah war noch niemand dem Sieg, oder? Nee. Joa, ich meine hier der Bob. Der hat mir wahrscheinlich mehr abgezogen. Oder Bob. mit der Faust, wenn ich gehauen hab. Oh Mann, Alter. Was denn? Nichts, gar nichts. Low Bob. Ja, genau. Low Bob. Low Bob. So, okay, Ach, Sattel. glaube ich, muss mal kurz frei. Alter, wir Wir retten können ihn ihn sein jetzt machen. Leben und er haut uns einfach zu Debi. Einfach so. Wer ist denn das? Steht denn hier vor mir? Kondo-Plattform Dann Sattel. gehst du einmal rumrum. Nee, da kann man nicht einmal umrum. Natürlich! Nein. Achso, da Und ich steht der komme hier Beam. nicht durch. Nee, ich komme auch Ja. so nicht durch. Ja, dann springst du drüber. Dann fliege ich ins Feuer. So, Leute, Ja, dann hatte ich du den kriegst einen Sattel. Schadenspunkt. Bin ich jetzt übelst gespannt, Leute. Ich nehme mir mal Flugsaurier. Ich setze ihn mal drauf. Hast du schon? Ja, ich habe ihn fertig. Echt? Warte, 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 warte. Will auch sehen, will auch sehen. Wo steht der Pronto? Am Strand unten. So. Wo ist am Strand unten? Ach, da Ne, unten. direkt vor Ja. unserem Lager am Strand. Warte, warte, warte. Ich bin noch nicht da. Ah, Ich ich kann rutsche den schon mal. skillen. Warte, Ich ich skill komme. den erstmal auf Leben weiter. Oh, 1000 Leben kriegt er, fast 1000 Leben kriegt er, wenn man das skillt. Also wir machen Leben richtig hoch bei dem. So, oh, So. jetzt wird's dunkel. Bist du da, Kali? Drei, ja, gleich sofort. Ich bin. Oh Jeden Moment, Mann. okay. Kannst. Okay. Hier irgendwas Schnupp. unterbrochen? Boah. Oh Was? mein Gott. Zieh dir das mal rein, Alter. Alter, gleich mal Screenie. Oh, Wieso habt ihr den Chat. Dings ausgemacht? Ach, Leute. Der Kagometer kann sich Oh, aber das. gar nichts freuen, oder? Das sieht Wir übelst geil aus. Alter, haben wie kein Metall mehr. episch Müssen wir hier einen sieht Namen das denn ausmachen. bitte aus? Ich werd gehauen. Ja, da ist Also, einer! Honnakedai. Ach so. Alter, was ist mit dir Alter, los? was ist Lass mich mit in dir Ruhe. los? Lass mich in Ruhe. Oh, Kali, Alter, BÄM! Ah, Das ist doch Kali zu doch tun Kali zu gekommen, tun Alter. gekommen. Alter, aufpassen, Entschuldigung, aufpassen. kriegst einen Kussi. Die killt heute Die alle. killt heute alle. So. Alter, wie Wie man geht da sogar noch rein? Das geil ist ja viel. ist das denn bitte? Wird's genial. Aber jetzt ist es dunkel, jetzt kann ich kein Screenie machen. Ja, ich habe gerade noch einen hinbekommen. Ja, genau, Alter, in dem Moment hat er wie mich episch. angegriffen. Guck mal, siehst du mich? Hallo. Hallo. Kommt man da jetzt hoch mit E oder was? Ja, mit E nochmal. Und dann kannst du nochmal E drücken und dann bist du auf der Plattform. Alter, wie episch ist das denn bitte? Nice. Boah, ist Kann das man da jetzt geil. einfach noch hier überall Ceilings ransetzen? Das Das würde mich weiß mal ich nicht. Müssen interessieren. wir probieren. Ich glaube aber. Aber Boah, wie guck gesagt, hier mal. oben MG-Geschütze einfach draufsetzen. Alter, weißt du, wie fies das ist? Das ist mega Und also episch. so stelle ich mir das jetzt vor. Weißt du, hier machen wir irgendwie zwei MG-Geschütze drauf. Ja. Dann noch am besten noch ein T-Rex tame oder so und dann zu dritt auf den T-Rex, jeder einen geht vor und damit greift er, ja gut, das hast du beschrieben. Nee, aber halt mit dem T-Rex, jeder ein greift das Lager an von dem Gegner, den MG-Geschützen, weißt du, das wäre halt übelst cool. Da kann Geil. man gut raiden, denke ich, da kann man richtig gut raiden. Hohoho. Hammer. Muss man gleich mal ausprobieren, ob man hier die Dings ransetzen kann, das würde mich mal interessieren. So, und dann heißt es jetzt aber erstmal wieder farmen, 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 dass wir MG-Geschütze machen können.
Ja, zumindest Perlen haben wir genug, aber Eisen. Also brauchen vor allem Eisen. Eisen. Mhm. So. Nice, Alter. Das ist übelst cool. Das ist so das ist richtig geil. Nice. Aber ich würde ihn halt gerne noch irgendwie mehr beschützen wollen. Ja. Hm. Flugi. Warum steht Flugi da unten? Passiv ist auch dumm. Ich mach, wenn ich ihn neutral mache, greift er an, wenn er angegriffen wird. Ja, ne? Genau. Okay, mach ich das, ne? Wir müssen halt ganz schnell das Leben hochbekommen von dem. Mhm. Ich würde aber gerne noch einen T-Rex abstellen, der dem mithilft. Ja, können wir auch. Kann man hier auch landen? Warte mal. Ja, bestimmt. Ja, Alter. Echt? Warte. Das ist so cool. Das ist echt so geil. Oh Mann, dass das so tadellos auch funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt mit dem Bauen und so, ob man da noch Seedings ransetzen kann. Warum bewegt sich der Bronto? Hast du Follow gemacht? Echt? Eigentlich nicht. Doch, hast du. Was? Nee, der folgt mir nicht. Ich hab ja jetzt nicht mehr. So, alles cool. Kannst du das so hochnehmen? Okay, ja, kann ich machen. Warte. Ist so oben drauf? Ja. Ja. Richtig? Ja. Das ist so cool, das ist so cool. Das ist echt so geil. Das ist so cool. Danke. Soll ich noch einen T-Rex drunter stellen? Ja, mach mal. Die Frage ist nur, wie wir den einstellen. Eigentlich müsste man den auf aggressiv. Ja, aber dann rennt er immer überall hin, ne? Da würde ich aber. Nee, ich würde den einfach auch neutral. Greift auch er auch neutral an, wenn angegriffen wird. Oder wenn anderer angegriffen wird, geht's auch drauf. Ehrlich? Also auch wenn der Pronto angegriffen wird? Ja. Sicher? Ja. Okay, das ist gut. Ja. Das ist cool. Da hinten sind. Flugsaurier? Ja, baller sie ab. Nimm die Sniper und baller sie ab. Ist egal. Oh, da drei Flugsaurier, einer mit einem Dilo. Ja, wie soll ich denn das machen? Sniper und Schiff. Wo bist du denn? Die fliegen auch umher, also. Ja. Wo denn? Ja, ich bin unten auf der Bronto-Plattform. Ja, und in welche Richtung? Das ist relativ. Ich schieß ja schon. Sind die denn? Und rechts, wenn du Richtung Meer guckst, rechts. Ach, das sind unten wieder so Verbackte, wo so seltsam fliegen. Wurden, ich sehe die nicht. Hier bei unten am Pronto unten ist jetzt einer. Also der Flugsaurier. Ah, der ist abgestiegen, ne? Der kommt jetzt. Hier unten klemmt er jetzt fest. Der ist unterm Pronto. Echt? Ja. Unterm Pronto? Oh, der. Oh. Scheiße! Greift der der greift nur an. Oh, es ist wieder so ein Verbackter, ne? Du musst das MG eigentlich schießen. MG, schieß mal! Ja, das MG ballert nicht! Hä, wo sind die denn alle? Geh ins Haus rein. Oh mein Gott, was zur Hölle ist hier los, Mann? Oh, Sam ist runtergeflogen. Oh, Alter, ich treff nicht. Scheiße da. Holst du dann gleich Sammy ab? Ich komm hier nicht mehr raus. Bring mal die Dinos bitte weg vom Eingang. Jo. Ah, jetzt geht's. Da bist du raus, ja. Ist er gestorben jetzt, oder? Die Tiere sind weg. Also, ich sehe ihn nicht mehr. Hab ich ne... Oh. Jetzt holt mich das Vieh, das Flugvieh. Ich greife mich jetzt gerade an. Wow. Jetzt macht der Bronto Faxen. Scheiße. Alter, ich bin auf dem Bronto. Der Bronto, nein, stopp, Bronto. Stopp. Du musst doch passiv machen. Hab ich. Bronto, wo ist denn der Gegner? Bronto, stopp. Keine Ahnung, also, ist weg. Hm. Scheiße. Da hinten. Distance ist so schnell. Da hinten, der ist da hinten gelandet, auf der rechten Seite, genau da, wo es wieder hochgeht zu unserem Lager. Da ist er gelandet gerade. Da sind keine Sattel drauf. Ich hab doch einen Spieler gesehen. Der Pteranodon ist tot, ja, aber er hat da keinen Sattel. Also er steht da hinten, glaube ich. Ja. Scheiße, mein Distance ist okay, so. Okay, ich hab mir jetzt mal den T-Rex und den Lulu und renn da hin. Lulu. Shit, Alter. Wo ist Lulu hin? Hier. Boah, was für ein Dino-Haufen, ey. Okay, Moment. Also ich versuche gerade ein bisschen zu ordnen. Vor allem, die haben alle noch halbe Eisen drin hier. Oh. Da unten steht einer. Holy. Ich nehme mir mal Prinzessin noch mit. Sorry, Bob. Ey, warum habe ich denn jetzt so viel? Da habe ich Iron Ingots in der Tasche. Keine Ahnung. LOL. Musst du mit? Prinzessin? Ja, sehr gut. So gut, ich suche mal nach dem Typen. Ja.
Aber ihr müsst das, auch wenn da welche sind, auch ein bisschen ansagen. Da hinten ist er, glaube ich. Ein bisschen mehr ankündigen. Es war überhaupt nicht klar, dass das jetzt gefährlich wird. Aber einen habe ich gekillt. Gesagt. Aber ich glaube, das war der gar nicht. Der war nur Level 7. Ja, das wirkt jetzt so gefahrlos und dann rennen da irgendwie zwei, drei Leute rum. Ja, dass bei euch oben welche waren, habe ich nicht gesehen. Das waren ja die, die unten waren. Die fliegen doch einfach hoch. Hä? Ja, er hatte doch Flugsäure dabei. Ja, bei mir waren aber auch drei. Das waren die. Ja, ist jetzt auch egal. Da unten ist ein Affe. Wo? Aber der ist ohne Typ. Ich weiß nicht, ob der getamed ist oder nicht. Guck mal, am Strand jetzt unten oder was? Ja. Aber der rennt da eigentlich schon. Also ich. Doch, da ist einer mit dem Affen. Ja, das bin ich. Ach so, boah, jetzt hätte ich beinahe geschossen. Dann hast du einen Affen am Arsch. Ja, das ist Prinzessin. Ach so, boah. Man sagt das Kali, doch. Ey. Ja, ich bin ja voll nervös auf dieser Plattform. Ist das auch der Affe, den du jetzt gemeint hast, oder wie? Ja. Okay. Alter. Die Tiere. Und die Sandra, ich zieh jetzt mit dem Affen los. Ja, das. Ich weiß doch nicht wohin. Da muss ich Kalypso ausnahmsweise mal recht geben. Naja, ja, da wo der ja Spieler ist und der ist am nördlichen Strand, da rechts habe ich gesagt. Ja, okay. Oh, ich probiere jetzt erstmal. Scheiß Plattform. Nee, kannst du nicht dran bauen. So ein Ceiling. Gut. Nee, aber, nee. Aber Wände aber kann man doch anbauen, oder? Foundation kann man drauf, ja. Ja, aber wenn ach, du eine Foundation kannst du bauen Foundation kannst, dann kannst du daran dann Ceiling bauen. Genau. Ich denken. Ja, das kann ich mal super probieren, warte. Nee, das wäre dumm, wenn ich das da hin mache. Also müsste gehen, dann kannst du das noch erweitern auf jeden Fall, um zwei Dinge. Hast du da irgendwann so ein Haus drauf, ey? Ja, ne, das ist ja der Plan, rein theoretisch könntest du es machen, aber ich würde jetzt kein Haus drauf bauen, ich würde nur Türme, nur MG-Schützen, Dinger drauf bauen. Da ist ja noch jemand mit dem Affen. Ich schieße. Ah, wieso sind die immer bei dir, nur wenn ich weg bin? Ja, wäre cool, wenn wir vielleicht auch langsam mal die Rollen tauschen wollen würden. Okay. Oh, der rennt weg. Wo ist er? Ist er weg um die Ecke. Mit einem Affen ist er unterwegs, ja, ne? Ja, shit. Komm, wenn du zu mir rennst unten. Ja, ich hab schon gesehen, wo du hingezielt hast. Okay. Das ist eigentlich irgendwo. Ah, der ist da um die Ecke. Das ist der wahrscheinlich. Das war der, glaube ich, von vorhin. So, ich würde jetzt auch mal einjagen. Ich suche den jetzt. So, also man kann da eine Foundation. Wow. Oh. Kann man. Ja, kann man bauen. Pack nur noch das Eisen rein, dann will ich auch mal jemanden jagen hier. Ich sehe ihn. Ja. Der ist, ja, bei da, wo es hochgeht halt. Ja, genau. Also ich hatte ihn ganz kurz gesehen. Ich muss mir dann bald mal Muni machen, ey. Kann nicht mehr das wäre geil, wenn du einen Leiter noch dran bauen könntest. Kannst du bestimmt. Ja, 100 Pro. Kannst du machen, was du willst. Zumindest steht das so in den Patch Notes. Hammer. Ich hatte ihn eben gesehen. Jetzt würde ich den auch gerne mal jagen. Wo ist denn Lulu? Ich kann ja, ich flieg mal mit endlich drüber, nicht, dass er mich runterschießt, ne? Aber ich hab einen Fallschirm dabei, passt schon. Es kann sein, dass Lulu doch ziemlich viel Eisen mit drin hat. Mach mal eben, dass mir. Oh ne, mir folgt erstmal kein T-Rex, das ist keine gute Idee. Oder? Ich scoute mal eben nach dem Typen. Ja. Den Pronto lasse ich jetzt mal hier. Man muss immer in Bewegung bleiben, ey. Ja. Ja, ballern, wenn die dann reingehen. Oh, das wird echt interessant, Leute. Man könnte sogar Granaten reinwerfen, die haben das nicht sehr hochgebaut. Boah, das war. So die Mammuts dann killen. Kommt der? Das könnten wir auch machen. Da hinten ist ein Affe. Der isst gerade. Aber ich sehe den Spieler nicht, ich sehe nur den Affen. Was ist denn das für eine Scheiße? Das sieht aber eigentlich so aus, dass der gesteuert wird, der Affe. Okay, vielleicht bist du zu weit oben. Ja, aber ist doch dumm, wieso sehe ich den Affen nicht im Spiel? Keine Ahnung. So. Oh, da kommt ein T-Rex. Die haben auch einen T-Rex? Oh. Und der ist auch besattelt, der T-Rex. Okay. Greifen die jetzt. Warte, nein, ich guck mal, ob die jetzt in unsere Richtung. Geht da jemand, läuft da gerade jemand mit einem Bogen rum von euch? Mammut geht auch raus. Nein, Dominik. Könnt mir vorstellen. Dann greif. Da ist auch ein Vogel. Könnten wir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht uns angreifen wollen. Ja, da unten ist noch einer. Ja. Ja,
Ab, lol. So viel. Hey! Was machst du denn, Kali? Du hast unseren eigenen getötet. Ach, das warst du, Beam? Nee. Hä? Nein, das war nicht Beam, aber der, da hinten? Der Adler hat irgendwas angegriffen scheinbar. Ja, egal. Passiert. Oh. Wieso schlimm? Also ja, da hinten, da sind auf jeden Fall mehrere Leute. Die ziehen jetzt gerade los, aber nicht in unsere Richtung. Okay. Die ziehen jetzt nach Norden. Wir haben einen Greifen, Mammut und so weiter, aber ich kann jetzt alleine nicht angreifen, ey. Nee. Ich kann mich höchstens im Wald verschanzen, aber die Dinos wissen ja, das, die ziehen jetzt zu dritt hier los. Aber wir brauchen ja erstmal Muni und alles. Ja, ja. Also. Ich guck, ey, die Tür, die haben die Tür offen gelassen. Bist du denn? Die haben das Tor offen gelassen. Wo bist du denn? Ja, das, da, Kaugummi, wo muss jetzt mal ran, bei der Base, das Tor ist offen. Oh, puh, okay. Aber da ist nichts mehr drinne. Die sind jetzt einfach nur raus mit den Dinos. Das Ding ist komplett leer. Aha. Das war da am Strand, ne? Hier ist auch eine Tür. Wir könnten die Tür mal fix kaputt haben, gucken, wie wir das drin haben. Da hinten. Wenn die Muni haben, nimm mit. Ah, wir können jetzt auch einfach versuchen anzugreifen. Das könnten wir auch machen. Wie gesagt, das sind Mammut, ein Greif und ein T-Rex. Ja, wenn Kalypso auch noch kann. Ja, ich glaube. Lass die versuchen Platz zu machen jetzt. Wir versuchen ja, das dann jetzt. Okay. Nimmst du den T-Rex noch mit? Ich hole jetzt den T-Rex noch, ja. Ja, das wir war machen auch ein paar Dinos, Norden, ne? Dass die uns folgen. Wir nehmen alle Affen mit, machen die auf Attack My Target. Welche soll ich mitnehmen? Ich hau mich aber auf Lulu drauf, weil T-Rex ist, glaube ich, mein Attack My Target. Aber einfach mitnehmen, der kann ja mithelfen. Ja, genau. Also der soll von alleine angreifen, dann zielen die besser. Dann treffen wir die. Müssen wir uns aber schnell machen, weil die werden nicht ewig dort sein. Die sind, wie gesagt, nördlich von der Base jetzt. Also schneller als Renne kann ich nicht. Ja, ihr müsst aber eh auf mich warten. Eben. Herr Beam, der braucht wieder so lange, weißt du? Ja, genau, der jetzt gerade alles gestrautet hat. Meine Fresse, so gut, Right. Wo ist Lulu? Hier. Ja, so ein Stein kann natürlich den T-Rex aufhalten. Ich kann mich auf den T-Rex hauen. Ja, Lulu hat 5500 Leben, das ist schon mal ganz gut. So, ich nehme jetzt eine Prinzessin mit. Ich bin unten mit Rapunzel. Wen nehme ich noch mit? Kalis Affenjunge, was ist mit dem? Den nehmen wir auch mit. Ja, den kannst du auch mitnehmen. Mr. Bigfoot nehmen wir auch mit. Da ist jemand mit einem Affen. Ja, das bin ich. Ach, das bist du. Oh. Alter. Ja. Stimmung, es ist total angespannt. Das ist so, hier, ja. Das ist so krass. Ja, der Name ist sehr spät aufgeplöppt. So gut, wir laufen jetzt nach Norden. Geht los. Okay. Wir warten unten. Also sind mindestens drei Leute. Ah, und ich hoffe, ihr habt mittlerweile euch mal einen Fallschirm gemacht. Nein. Ja, ich habe noch die zwei, die du mir gegeben hast. Dann gib mal da Kali vielleicht mal ein oder so. Die hatte ich auch. Ich komme jetzt runter. Ich habe auch noch drei, aber. Also Fallschirme sind super wichtig, Leute. Ja, aber wie steuert man denn dann? Ich hab's noch nie gemacht. Drückst du die Taste? Wenn du in der Luft bist, einfach die Taste drücken, wo der Fallschirm drauf ist. Okay. Da bist du alles klar dann. So, let's go. T-Rex ist jetzt, glaube ich, nicht mitgekommen, aber ist jetzt egal. Ja, nicht, dass er jetzt irgendwo feststeckt. Ja, dann ist es halt so. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Der kommt automatisch doch dann irgendwann nach. Das wird ja so gespeichert. Ja. Kalypso, ich gebe dir die Empfehlung, auch auf den Affen zu gehen. Und achte davor auf die Ausdauer, bevor wir jetzt drauf gehen, dass die voll ist. Ja. Also vielleicht nicht die ganze Zeit drin. Kurz Pause. Was mal. Aber ist das der hohe T-Rex hier? Das ist der höhere, ne? Ja. Das ist. Ab und zu, ja. Ich bin ein bisschen nervös jetzt. Ja. Und vielleicht sollte auch jemand von euch vorgehen, dann. Ja. Wenn wir die sehen. Mach ich dann. Ich spiele eigentlich ist Rambo. Es natürlich, jetzt, wenn man das Format ansieht und so, nicht schlau jetzt so anzugreifen, aber ja. Ich finde es lame, sich nur in der Base zu verstecken. Da ist die Base. So, da ist die Base und die waren ein bisschen weiter nördlich von der Base gewesen. Da. Ja, vielleicht mal kurz stoppen, genau. Ja. Die haben echt das Tor aufgelassen. Ja, aber da ist ja nichts drin. Ist ja nichts. Also vielleicht, außer die Tür können wir vielleicht kaputt machen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin ist. Vielleicht ziehen die um. Kann auch sein. Ja, glaube ich. Geht mal vor jetzt hier. Ja, also hier ist niemand. Einfach weiter den Strand folgen. Da waren die vorhin. Auf einmal sind sie auf der anderen Seite und sehen nur zu, wie die Base zerfetzt wird. Also wo du jetzt stehst, so ein bisschen weiter nördlich waren sie eben gewesen. Na, die sind wahrscheinlich einfach weitergelaufen. Ja. Vielleicht suchen sie sich auch einen T-Rex. Ja, die haben ja schon einen.
Ach so. Nee, wie gesagt, das einzig logische, was sie jetzt machen könnten, wäre umziehen. Oder halt alles in der Richtung töten, ne? Lol. Was mein Leck Spiel hängt. Ja, meins auch. Boah. Geht gar nichts mehr. Ah, jetzt geht's wieder. Na los. Ah, das haben wir letztens auch noch leer geräumt. Ja, irgendwie alles leer geräumt, ne? Alter, es ist nicht alles noch entstanden. Krass, da drüben ist auch ein Haus rechts. Ne. Mhm. Ja, shit, dann sind die jetzt weg mittlerweile. Ja, vielleicht kämpfen die gerade und wir können sie dann überraschen. Ja, also die sah jetzt so aus, dass sie den Strand folgen. Von daher würde ich denken, dass die hier vielleicht noch irgendwo sehen. Also, sind ja. Wie sind die Wahl und fertige. Was ist denn das da drüben? Plattform. Oh, was so? Echt jetzt? Leckt es irgendwie? Nee. Da hinten. Lulu hängt. Nee, wer ist denn das da hinten? Hängt ein Gorilla hinterher. Ach, mein Affenjunge, natürlich. Ah, da hinten ist ein. Da ist ein Mammut. Dann sind die da. Dann sind die da. Okay. So, Kali, lauf mal bitte auch vor mir. Ja. Er versucht gerade zu flüchten. Ich glaube, er hat das schon gesehen. Oh, T-Rex. Da hinten ist er. Okay. Na los, drauf, Kagumi. Ich warte ja auf euch. Warte ab. Wir sind schneller, oder? Jo, sind wir. Ja, mein T-Rex ist einfach saulahm. Boah, Leute. Ja. Komm her, mein Freund. Komm her. Oh Gott. Mit dir spielen. Oh, meine Ausdauer. Da werden aber gleich noch mehr kommen, da müssen wir aufpassen. Ja, ich brauche Ausdauer, ich muss mal kurz stehen bleiben. Oh, der ist gleich, okay. Mammut ist down? Ja. Ist der Typ auch down? Nö. Nee. Wo ist denn der? Tot. Was? Oh, Level 76. So. Das hat sich gelohnt, Leute. Alter. Aber ich glaube... Die anderen dürften das jetzt wissen, ne? Ja, und wie gesagt, die haben noch einen T-Rex dabei. Und einen Greif. Das waren zwei Leute mindestens noch gewesen. Und die wären zu dem anderen, das sind die Wesen von dem Hort. Die sind weiter in die Richtung bestimmt hier. Ich würde vorschlagen, wenn der hier ist, der würde einfach dem Fluss erstmal weiter folgen, oder? Ja. Jo. Also. Deswegen, ne, sollte man immer versuchen, zusammen zu bleiben. Ich guck mal auf die Karte eben, geht der Fluss hier weiter. Okay. Ich komm mir hier irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch. Ah ja, ich kenne die schon. Es muss jetzt auch niemand mehr zu Hause bleiben, wir haben ja die Geschütze da. Und wenn jemand stirbt, dann können wir hier schnell zurücklaufen. Ach, ich kenne die Stelle. Dominik, kennst du die Stelle? Ja, ja, natürlich kenne ich die Stelle. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Alpha-Tier oder ein Spino und es gibt gut EP. Muss mal eben ein paar Bären sammeln. Jo. Ich muss mal gucken. Jupp. Hier war noch immer. Vor mir. Nein, kein Holz. Also ich meine, hier links haben wir unsere Hütte immer gebaut. Ja. Ich fand den Platz eigentlich voll cool. Ja. Du hast halt alles in der Nähe, ne? Du bist auch gut geschützt, aber die können halt überall von oben angreifen, weißt du? Sehe ich da hinten vielleicht? Da hinten waren auch immer viel T-Rexe. Da wo ich gerade hinlaufe, ne? Ja. Alles weg, ey, alles upgraded. Echt? Hier lebt nix mehr. Ja. Krass. Hier läuft nicht mal ein Parasaurus oder so rum. Dann müssen wir kurz auf Beam warten. Ah, da kommt er. Ich bin hinter euch. Ach, T-Rex. Stell dich doch nicht so an. Alles tot. Guck mal, Fische sehe ich hier. Ach doch, da ist ein Schildkröte. Fischies. Schildkröte. Ja, alles weg, ne? Guck mal gerade eben.
Also jetzt wäre es episch, Würde wenn ich hinter. sagen, dass wir jetzt wieder nach links machen zu unserem Lager zurück, oder? Nach links. Also nach Osten. Osten jetzt wieder. Moment. Weil jetzt zu Fuß hier zu suchen ist eigentlich blöd. Was schlauer wäre, dass wir trotzdem in unserem Pronto schnell das fertig machen mit dem Geschütz, Ja. dass der auch sicher ist. Und im Anschluss hauen wir unser Flugzeug hier und scouten von oben. Erstmal überhaupt, spähen erstmal ein bisschen die Landschaft aus und gucken, wo die Basen sind. Dann können wir uns das auf der Karte markieren und dann kann man einen Angriff planen. Das wäre die bessere Vorgehensweise, als jetzt hier am Ja. Boden zu suchen. Das stimmt. Immerhin, das Mammut und den Typen haben wir gekillt, der war Level 76 gewesen. Das ist krass, weil der hat genauso viel gezockt wie wir. Soll ich jetzt mit dem T-Rex durch den Wald? Ja, wir gucken mal, ich versuche ein bisschen. Weil ich kann auch Ansonsten. alleine zurück. Mit Okay. dem Rex. Ich sehe schon wieder, irgendwas passiert, irgendeine Scheiße. Aber hier unten wäre echt ein guter Punkt gewesen, um Hier uns zu ist jemand mit der. überfallen. Hallo, 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 zurück. Da ist Ja. jemand mit dem Sabertooth. Komm mal. Bei mir. Ja, den kriegst du Das auch war mit wohl einem klar, Happen das ist weg. Kali, zieh die Feinde mag ich an, ey. Ja, ne? Also, heißt du klar. Ja, ich. Du Du tust rollt das mal ein lieber ein bisschen. bisschen. Kali, du musst die Ne, Leute dann ganz weg. mein Freund! Ne, komm her, mein Freund! Der will nicht mit uns spielen. Ich hab keine Ausdauer. Ja, selber tut halt gut schnell. Ja, Ja, ist er braucht halt gut. immer nur springen, ne? Ja, der springt gut weg. Aber auch er hat nicht unendlich Ausdauer. Ja, ich hab halt jetzt auch nicht, ne? Jetzt, nein! Komm her! Komm. Ja, ich meine, der T-Rex ist auch Komm zu schnell, Kali! solange es Komm zu gerade Kali! ausgeht. Der müsste eigentlich nur Nee, Kurven ich hab keine laufen. Ausdauer mehr. Er ist weg. Ah, shit. Schwetter. Ja, wir Alter, ich laufen hab mit jetzt, dem laufen mit dem Wege zurück, T-Rex wie wir gekommen 1000 sind. Ausdauer fast. Was ist denn da los? Ausdauer ist voll. Er wird den Fluss wieder zurücklaufen. Ja. Aber umsonst Okay, war es da nicht. ist er Wir noch. haben das Ja, der scheiß Mammut Cybertooth, gekillt. ja, der ist aber abgehauen jetzt. Ja, ich sehe ihn noch. Der ist hier noch. Ja, aber der läuft ja weg. Ne, der steht da jetzt, der beobachtet uns noch. Wo denn? Ja. Hier bei mir gegenüber, auf der anderen Seite. Ich sehe ihn noch ganz klein von einem Stein. Warte mal. Boden. Hier bei mir, siehst du mich? Ja, ich sehe dich, aber Und da, du wo ich nicht. hingucke jetzt? Hinterm Stein. Den Stein. Ach. Der ist da hinten gerade rumgesprungen ein Jetzt da, bisschen. da rennt er weg. Ich habe ihn gerade kurz gesehen. Ich renne ihm noch hinterher. Ja, pass auf, nicht, dass er dich in der Falle lockt oder so. Na, der rennt weg. Seid ihr noch hinter mir, ja? Eigentlich wäre das clever, weil mit dem Säbelzahntiger kann man gut die Leute in die Falle locken. Weil du kommst, bist relativ flink unterwegs. Ja, der ist auch schnell, also du Ja, springst das. einmal, bist du. Der ist nicht nur flink, der ist auch schnell. Ja, der steht jetzt da noch. Oder? Ist er das noch? Siehst du? Ich weiß nicht, ob er das da noch ist, da vorne. Ja, doch, doch, schon, das steht da noch. Ja? Guck, da rennt er Aber wie weg. er sich bewegt, ne? Er hat so was geschnickt, dass ich, wenn man absteigt, dass man snipert. Halt, falscher Affe. So, hier drauf. Falscher Affe. Na, der rennt da hinten noch. Ja. Gehört er vielleicht dazu? Ich könnte es mir vorstellen. Ja. Da ist der neue Dino, gucke mal da vorne. Ne? Der Patchy. Genau, Boris. und kann so läuft voll in die Nee, ins Feuer. Guck, hier rechts ist der noch. Na, dann halt nicht. Der neu? Ja, dann lass ihn mal Ja, tamen. ja. Der macht gut. Der knechtet dich Ich würde gut ihn gerne weg. mal ausprobieren. Wie tamen wir den? Mit den Nackenfallen. Okay, Moment, ich kümmere mich drum. Der ist Passiv. dann. Geht los. Okay. Der geht gut ab. Da ist ein Dino nicht. Ach nee, der folgt dir nur. Was höre ich denn hier? Hört ihr das? Ist ein Da Geziehe hinten oder ist, so? da ist ein Affe. Da ist ein Affe. Er hat mich, ich hab ihn gesehen. Kommst du woher, du Wieso sieht die Affe? so klingen? Ja, genau, der klingt wie ein Schaf. Der klingt echt wie ein Schaf. Ich glaube, man darf gegen die nicht gerade auslaufen, weil sonst statschen die Oh, einen ich weg. mache ihn gerade weg. Okay. Level Oh, 76 er ist hat mich. der. 53. Ja, der hält Ja. einiges aus. Ey, das ist voll irritierend, wie Goat Simulator gerade. Okay, ist Ah, betäubt. sehr gut. Was brauchen wir? Super, Bären. Lila Bären. Der ist richtig hoch im Level. Da hat uns einem gerade übrigens jemand gescoutet mit einem Affen. Jo.
Ja, wir machen jetzt die Base zurück. Ich fühle mich jetzt nicht mehr so sicher, weil wenn die jetzt, die wissen jetzt, so wie wir sind, und wenn da jetzt 6, 7 Leute ankommen mit Dinos, sind wir tot. So hab. Ah! Patchy! Patchy. Patchy. Ich nenne Patsche. Patsche. Und ich habe meine Kopfnuss genannt. Kopfnuss ist auch cool. Kopfnuss, weil er da so dir eine Kopfnuss gibt. So. Auf hier. Okay, Leute, weg. Ne? Ich fühle mich irgendwie. Ja. Ist gerade wieder so ein Gefühl, der. Weiß ich nicht, so eine kleine Angst ist hier. Das kann, go. Das wird auch bei dunkel, ne? Ja. Die Sonne versinkt am Horizont. Alter, also der T-Rex verliert so schnell Ausdauer, das ist echt unglaublich. Da hinten rennt einer gegenüber. Mit der Katze, ja, die gehören zusammen, denke ich. Der macht jetzt. Der wackelt doch nicht so. Ja, viel zu weit weg. Ja. Ich glaube, die haben da schon ein bisschen eingezäunt. Sind alle Affen da? Ja, glaube. Alle Affis. Für deine? Ah, ist nur passt. 4 Stück. Der fünfte ist ja noch am Dings. Einmal bitte durchzählen. Weiß ich nicht. Hoffe. Hatten wir 5? Ich glaube, wir haben 5. Doch, ja, doch, Prinzessin müsste doch im Lager sein, oder? Weiß ich nicht. Hey, was ist das für ein. Ach, das war ein Hai, okay. Wie viel Schaden hast du? Keine Ahnung. Ich wenig. 100. 100? Ja, und jetzt kommen die Affen. 400 oder so. 600. Boah, krass. Ja, Leute, lass mal weiter hier. Okay, naja. Mach's immer nicht zu Hause. Und abwarten, vielleicht sind da jetzt wieder da welche. Da drüben drinne. Ist wieder einer. Wo? Oh. Der mit der Katze ist, glaube ich. Dann lass ihn doch. Ist leuchten. Ja. Jetzt ist leuchten. Da will doch nur. Ja. Soll ich die Fackel ausmachen? Okalypso. Mach die Fackel aus. Ja. Der sieht uns gerade nicht. Bam, bam. Kein Schaden. Schnallt. Hä? Jetzt hast du, glaube ich, einmal. Du getroffen. Hast auf jeden Fall den Tiger getroffen jetzt. Oh, jetzt hat das Licht. Auf. Jetzt hat das Licht ausgemacht. Ich sehe ihn trotzdem noch. Ich nicht. Gehst du überhaupt auf den? Oder guckst du nur? Ich hab auf den geschossen, Pat, ja. Ich mein Kali. Nö. Hä, hey, Kali sitzt drauf, ein Dings. Ich sitze doch auf dem T-Rex. Ich. Ja, okay, lass mal weiter. Kalypse immer direkt über, durch den Blick läuft. Entschuldigung. Ich hau ab. Ich bin ja schon weg. Klingt ja wie so ein Schaf, Alter. Krass, ja, ne? Ist er noch dran? Ja, Patsche ist noch dran. Versuch mal da drin die Tür gleich kaputt zu haben. Obwohl, sind die Türen offen? Tür. Ja. Ja, die ist noch offen. Ja, aber nicht reinlaufen Tür, jetzt. Aber die werden alles Wichtige mitgenommen haben, wenn die jetzt weg sind. Ja, klar. Nee, aber hinten war noch eine Tür, mach lieber die kaputt. Weil nicht, dass hier jetzt irgendwo einer noch sitzt und sich da jetzt reinlockt, dann ist der T-Rex tot. Ach, soll ich die kaputt machen? Ja, aber nicht die da drin. Hier hinten ist noch eine. Ach, da ist noch eine. Ja, die treffe ich nicht. Naja. Hinten wäre halt noch eine Tür. Aber wir machen daran keinen Schaden mit den Affen. Soll ich es mal probieren? Ja. Gut. Rückwärtsgang. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Nicht? Ja. Ja, da rein. Ich denke, ich soll die Tür kaputt machen. Ja, hier hinten ist die. Ja, egal. Da vorne ist auch eine Tür. Ja, aber was soll denn das bringen, jetzt die Tür da kaputt zu machen? Da wird doch nichts mehr Wertvolles drin sein. Lass mal weiter jetzt. Also da könnte halt sein, dass da noch ein Spieler rum. Mag ich auch zu bezweifeln. Ja, dann auf jetzt nach Hause. Ja. Aber das ist krass, ne, was das für. Wie auffällig das ist, wenn man das Licht im Dunkeln anhat, ey. Der Typ, den hat man echt übelst gut gesehen. Also, je nachdem, wie man die Bildschirmeinstellung hat, ist es wirklich. Oh, hier ist ein Kano! Achtung, Leute! Böse? Getamed, oder? Ja, nein. Okay, weg. Jetzt muss man den Trike naschen. Oh, 2 Trikes naschen. Okay.
Was denn? Hey, da holt jemand bei uns an der Base. Bin gleich da. Ja, unsere Base ist bestimmt weg. Weggesprengt. Komplett gut. Erboden. Okay, sehe ich gar nichts mehr. Ne, also wir kümmern uns jetzt erstmal um den auf und dann scout ich mal ein bisschen die Insel und versuche die Position zu notieren, wo größere Tribes sind. Oder Festen. Das ist eine Mehrzahl von Festungen. Ja, wenn ihr Licht anhabt, mache ich jetzt auch Licht an. Festungs? Festen. Festen. Da ist ein Mammut. Ja. Ich weiß nicht, ob es getamed ist. Es hat, glaube ich, einen Sattel auf. Ist es unser Mammut vielleicht? Das könnte möglich sein. Ich schaue. Ja, es ist Money. Okay. Mensch, Money. Und endlich ist hier. Ja, dann sind wir wohl zu Hause, wa? Alter. Das gibt's nur bei uns hier. Also der Pronto ist noch da, aber der hat mir eine Todesmeldung bekommen. Und Prinzessin steht hier unten. Following Lulu. Okay. Okay. Ja, ach, ich bin vorbeigelaufen. Oh! Nino Kalten muss echt überarbeitet werden. Leute, wo ist ein Flugi? Wo ist Flugi? Wo habe ich denn den getamed? Ich weiß nicht mehr, ob ich den abgestellt habe. Hier oben ist wenn der irgendwo anders ist, dann ist es egal. Hier oben ist kein einziger Dino mehr. Ich nicht. Das ist Flugi? Hier ist Flugi! Flugi ist tot! Von wem wurde der getötet? Aqua, Knaf, Aqua. Oh, dann ist ja einer mit einer Sniper oder so. Ja, dann ist hier irgendwo einer. Deswegen sind die Tiere ja auch total zerstreut. Nee. Sind zerstreut, weil. Aber hier oben ist gar keiner mehr, das wundert mich gerade. Oh, diese Tier-KI, ne? Das ist unglaublich. Ja, müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Mich würde es nicht wundern, wenn es gleich schießt, aber ich bin doch kein One-Hit, oder? Mit einer Sniper? Nee. Nein, um Gottes Willen. Endlich sitzt da unten auch rum. Der wird irgendwo hier im Wald hocken und uns beobachten, weil der hat Flugi gekillt, der ist der Grund in der Base gewesen. Ja. Schau mal. Ich hätte Level ab. Okay. Schnupp. Level 79. Steini steht auch irgendwo nirgendwo. Ja. Steini. Die trainieren alle irgendwie gerade ein bisschen ab. So, also wir konzentriert euch mal jetzt. Wir konzentrieren Was macht der T-Rex? Ist ein T-Rex? Der ist gerade hingerannt. Die Tiere rennen weg. Die rennen in den Wald rein. Dann ist da der. Ja. Wo ist er denn? Die müssten den gleich haben. Ich meine auch. Oh Mann, ey. Hey, was machen die? Ja, die kommen den Berg nicht hoch. Oder? Nee, der ist einfach außer Range, denke ich mal. Ja, das kann sein. Ich laufe jetzt trotzdem dahin. Mach mal, aber die anderen Affen mal bitte wieder hier herstellen oder so. Ja, Kalbs, machst du das bitte? Ja, mache ich. Auf jeden Fall lauert hier irgendwo eine. Weil der hat Flugi gekillt und Flugi ist hier. Und so ein kleiner Camper. Das Ding ist, der Wald, eigentlich müsste man den mal komplett abroden, ey. Ja. Echt so? Eigentlich ja. Aber es würde übelst lange dauern. An dem Wald kannst du dich super geil verstecken, das ist eigentlich nicht cool. Das ist echt nicht cool. Das Gute ist aber, durch den Wald, dadurch kommst du... Oh! Angry Dwarf. Nabim für Mr. Flui. Bam, Headshot. Alter. Das ist ein Arsch, Alter. Krass. Oh. Das ist gut, dass Lugi nicht mehr Main Sound endlich. Alter, wenn wir den finden, ne? Den töten wir nicht auf den einfache Art, ne? Boah, ich will den einsperren. Ja, einsperren, genau. Einsperren wäre geil. Wir bauen auf unseren Brontosaurier, brauchen wir ein Gefängnis. Boah, das ist auch richtig geil. Oh, T-Rex! Ein Gegner? Ich komm. Da kommen mehrere. Ein Wilder. Oh, ja. Holy shit, was ist hier los? Lass den tame. Zu spät. Wieso killt ihr den denn? Der wäre sowieso gestorben, weil die Tiere darauf auf neutral sind. Die kann man doch passiv einstellen. T gedrückt halten, passiv, tame. Also, ich weiß nicht, du bist, glaube ich, in der Situation auch nicht so ruhig. Wenn du denkst, es ist einer, der getamed ist. Ne, der hatte keinen Sattel. Ja, das habe ich nicht gesehen. Oh! Wow! Schieß. Ja. Anlager geschossen. Okay, ganz ruhig. Gucken mal. Ja.
Hoppala, Entschuldigung. Wow, 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 mich hat er getroffen. Nee, warte, warte, oh. Sind kaputt. Entschuldigung. Du hast mich geschossen, oder was? Ja, ich hab aus Versehen auf die linke Maustaste gedrückt. Du hast fast meine Rüstung zerstört. Also meine Handschuhe sind kaputt und der Rest ist die Hälfte runtergegangen. Oh. Echt? Krass. Ja, war ganz schön noch Volltreffer gewesen, Gani. Ich hab eigentlich nur an die Hauswand geschossen. Ja. Oh, da ist jemand! Da ist jemand, der schießt! Da! Im Wald! Okay, du Pisser. Okay, komme. Scheiße, ich brauch Schuhe. Der hat auf dich geschossen. Ich denke, du hast geschossen. Ja, ich auch, aber der hat auch wahrscheinlich getroffen. Hat gleichzeitig auf mich geschossen. Yay. Warte mal. Wer ist er? Nee, doch nicht. Hat er irgendein Tier dabei? Nee, der war nackt. Nee, dann hat er da bestimmt nicht auf mich geschossen. Doch, ich hab's gesehen. Okay, wo ist denn Lulu? Hä? Lulu steht hier unten. Ja, ich glaube, der oben, der ist gefährlicher, den sollte man mehr Aufmerksamkeit widmen. Lulu, okay. Ich komme jetzt auch nach. Das macht ja dann deswegen schon Sinn, weil wenn die einen angreifen, und man hat Attack My Target eingestellt, müssen die auf den losgehen rein, theoretisch. Eigentlich ja. Ich laufe jetzt einfach mal in den Wald rein. Jo. Irgendwo muss der ja noch sein. Jupp, ich laufe ein bisschen weiter rechts von dir, gib Bescheid, wenn das ist. Ja. Ich sehe. Der ist bei mir. Ich bin weiter rechts von dir. Weiter und jetzt bin ich wieder überladen mit dem Scheißaffen. Ich komme. Das Zeug raushauen. Ich werde gleich auf mich schießen bestimmt. Wieder da. Ja, BB, komm mal in den Wald rein. Hier ist der Typ. Der Flug hier erschossen hat. Ja. Ja, es sind ja nur die Teamwechsel da. Wollte ich in den Wald gehen. Jetzt bin ich, Achtung Dominik. Knuffel ist hier. Knuffel? Ja. Oh Mann. Ich back mal den Berg hoch. Ja, shit, man, ich war genau in dem Moment wie überladen gewesen. Finde ich den nicht. Ey, ich meine, der kann halt nicht viel machen, ne? Also, naja, der hat Flugi erschossen, der hat dich ganz. Hat irgendjemand von euch geschossen? Nein. Gut, weil dann hat er geschossen. Danke für die Info. Gut, dann ist er irgendwo hier. Wo ist die Frage? Ja, der wird immer noch im Wald sein. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, ich suche ja schon. Ich hab ihn. Hast du? Ja, okay, ich komme jetzt. Ja, er fliegt gerade runter. Richtung zu uns. Ja, ich bitte hier auf Neut. Lock den am besten in die Falle hier, in die MG-Dinger. Nee, der weiß ja, dass wir welche haben. Er läuft automatisch woanders hin. Das Problem ist einfach. Oh, nicht dein Ernst. Unser eigener Dino blockt uns. Nuffel, ne? Nee. Ja, der folgt Lulu. Also. Boah, ich laufe weiter Richtung rechts. Ja, ich sehe dich noch. Ich sehe. Ja, was ich hab ne? Nice. Jawoll. 70er, okay. Boah, das ist Alter. Der Arsch, der hier gesagt hat, ha bam, Headshot im Flugi-Beam. Vermisst ihr ihn? Ja. Nice. Sehr gut. So, wir dabei. Oh, ein Silencer Attachment. Nett. Cool. Long Neck Rifle mit 15 Schuss. Geil. Hey, der Angry Jaff ist noch da. Der was? Andere. Ey, ist ein Flugsaurier. Was ist da? Ja, hier ist ein Flugsaurier. Wo? Oh. Hier. Bam. Weg. Der andere lebt noch, stimmt. Der hieß Angry Dwarf. Ah, der hat den Flugi gekillt, oder was? Ja. Ach so, da wartet das gar nicht. Mm-mm. Sorry. Dann tja, Mr. Bigfoot hat mich erledigt. Tut mir leid. Ich dachte, er war das gewesen. Nee. Aber der muss jetzt auch irgendwo rumeiern. Könnte gut sein, ja. Haltet einfach mal die Augen offen. Aber ich würde vorschlagen, Eisenfarm jetzt erstmal, damit wir die MG-Stellung fertig machen können. Ja. Brauchen wirklich noch eine Eisenbahn, dann haben wir, glaube ich, alle.